So, hallo, ich bin's wieder. Jetzt testen wir mal, wie weit die Litsche Mini 2 fliegt. Und los geht's, starten wir. Take off. So, da mal fällt, so ein bisschen weh hat. Oh ja, schöne Geschwindigkeit haben wir mit Normalmodus 35,8, 35,9 km/h. Super. Jetzt fliegen wir da hin. Schaut gut aus. Haben wir schon über einen halben Kilometer. Ein bisschen ansteigen. Das ist eine tierlichte Auflösung, ha? Traumhaft. Bisschen her vielleicht. Also, wie Sie sehen können, sind wir schon auf 1650 Meter gleich weg. Gleich haben wir die 2 Kilometer-Marke erreicht. GPS-Satelliten zeigen genug an. Sind wir schon über der Straße drüber draußen. Dabei haben wir noch einen guten Empfang, einen guten Bereich. Und gleich mal 2 Kilometer hinter uns. Dann nehme ich das Bahngleis, ist eine super Orientierung. Schon wieder einmal unten. Theoretisch können wir sogar ein bisschen höher steigen.
Nur kurz einmal Pause. Jawohl. Ich klicke mein Bild dann weg, weil das brauchen wir glaube ich gar nicht. So, weiter geht's. Und schon immer wieder fort auf, jetzt sind wir gleich auf 3 Kilometer draußen. Irgendwo auf 3 Kilometer. Akku haben wir genug. Und diese 6 haben wir noch immer voll empfangen. GPS-Satellit noch mal genug. Also vom Empfang her sind wir super. Und wie gesagt, und jetzt sind wir gleich auf 3500. Jetzt sind wir gleich auf 4 Kilometer. Und wie es ja sechs Mal noch immer, eigentlich einen super Empfang. Also besser könnte es gar nicht gehen, muss ich sagen. Also wenn jetzt irgendwo Not landen müsste, kenne ich mich da eigentlich super aus. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Go home. Okay. Ist es 6? 4 Kilometer? Und schon gehen wir Gas und zurück. Und schon fliegen wir zurück mit Vollgas.
Also traumhaft, wie die Drohne zurückkommt. Einfach genial. Einfach super. Speyer kann man auch groß erinnern. Also besser könnte es gar nicht gehen. Mit der Batterie kommt man super aus. Wir sind jetzt da von Limfers weggestartet heuer. Sind wir circa Richtung bis Kleinegasse geflogen. Und jetzt sind wir ungefähr auf der halben Strecke. Und ich glaube, da dürften wir kein Problem haben, dass wir das nicht schaffen. Laut meiner Anzeige schaffen wir das mit links. Also top, muss ich sagen. Ja, jetzt haben wir 2300, 2030. Jetzt sind wir gleich auf 2000 Meter mit 37,1 km/h, 37,2 fliegen wir dahin. Also passt das ganz genau. Also perfekt. Da siehst du den Punkt, wie wir zurückkommen. Jetzt sind wir ungefähr voll über Strecken. Und da siehst du halt die andere Ansicht. Gehen wir auf den Satellit einmal. Jawohl, so jetzt haben wir wieder umgeschalten. Da sechs ungefähr, wo wir jetzt sind. Da befinden wir uns jetzt, gell? Und gleich werden wir zur Landung ansetzen. Weit haben wir nicht mehr. Also ich glaube, die Reichweite ist doch beträchtlich, oder? Ich finde, die DJI Mini 2 hat eigentlich eine Sache super gemacht. Technik 1a, also was müssen wir? 105 GB Speicher haben wir noch zur Verfügung. Also super Sache. Dann fahren wir wieder runter. Jetzt bald da sein. Also wie ihr seht, sie nähert sich dem Ziel. So, gleich sind wir da. Jetzt haben wir 300 Meter. So, gleich werde ich zur Landung ansetzen. Ich denke das jetzt zwar noch nicht, weil es etwas höher ist, aber jetzt ist sie gleich da. Jetzt höre ich sie schon. Das ist 100 Meter. Und jetzt kommt sie runter. Landing. Das ist ja 93 Meter, 90 Meter. Gleich haben wir sie. Da kommst du, Schatz.
John ist er da. So, ich zieh jetzt mal den Salon um. Landing. Landing.